Halli, hallo! Und ich hoffe, jetzt ist dein Fenster geplatzt, nachdem ich eine Opernstimme angeschlagen habe. Hallöchen, du süßer, kleiner, leckerer Käsekuchen mit einer supergeilen Erdbeersoße obendrauf. Und ja, ich hätte das jetzt gern, aber leider besitze ich sowas nicht in meinem Haushalt, was schade ist. Aber es ist nicht so schlimm, denn HoYoVerse hat uns auch etwas Leckeres hochgeladen. Und zwar das Video zu Dr. Wahrheit, wie wir ihn gerne in Deutsch nennen, auf Englisch Dr. Ratio. Nichts als Torheit heißt dieses Video. Und ja, ich erwarte einiges von ihm. Ich habe ihn ja schon in Star Rail kennengelernt. Und verdammte Kiste, dieser Hotte Boy, der hat mich. Der hat mich. Aber ich sag dir jetzt was Gutes. Dr. Ratio gibt es Gott sei Dank umsonst. Wir müssen keine Puls rausdonnern, um diesen Leckerbissen zu bekommen. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang. Ich geil mich nur weiter an ihn auf und das brauchen wir beide nicht. Oder vielleicht doch. Na gut, vielleicht geilen wir uns gemeinsam auf an Dr. Ratio. Aber gut, das machen wir dann privat, ne? Okay, okay, Leute, wundert euch nicht, ich bin auf Koffein, ja? Ich bin übermüdet, überarbeitet, ich bin auf Koffein. Es wird nichts. Aber ich will dieses Video rausdonnern, denn ich will den Trailer sehen und ich möchte dich dabei haben. Also dann, ich würde sagen, let's go! Entschuldigt, Leute, ich bin echt, es tut mir leid. Knowledge is as vast. Geht ja direkt los. As the universe itself. And within the Intelligentsia Guild there is a figure. Los, mach deinen Alabasterkopf ab. Maverick. Luminary. Whose every action radiates quiet. Oh, was? Okay, Leute, das war's mit dem Video. Weiter geht's nicht. Ich guck mir das hier jetzt noch ein paar Stunden an, okay? Oh boy! Und vor allem, was der an Oberarme hat. Ich krieg die Krise, sagte die Annie, die eigentlich gar nicht auf muskulöse Körper steht. Aber ist egal, ist egal. Er ist trotzdem hot. Und er hat ein Buch in der Hand. Damit hat er mich. Damit hat er mich. Aber wahrscheinlich schmeißt er es mir direkt in my face. Oh, was? Leute, ich wusste nicht, dass das passiert, okay? Aber er und ich, wir verstehen uns. Wir heiraten morgen, ne? Nur mal so nebenbei. Ihr seid alle eingeladen. Malady that must be cured. I am Veritas Ratio. Oh, hi. And educator. Mm. Should your mind exhibit symptoms of dullness, feel free to give the doctor a call. Oh. You learn to know yourself before your enemy, but it can still require encouragement. Zero, oh, ich kann gar nicht sagen, weil ich mich so aufgeheule. Oh, wo bist du so sexy und so intelligent und hast ein Buch in der Hand? Oh, 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 warte, darf ich auch? Not bad. 5 points. Von wie vielen? Copying others rarely leads to improved results. Oh! 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 Let's test your knowledge. Oh, warum bist du so geil? No need to rush. Und Schach kann er auch spielen! Breed success. Just as my calculations predicted. An interesting test of intellect. Leute. Und hier oben, guckt euch mal die Ente an, die Gummiente. Wie süß. Leute, das hier wird mein Thumbnail. Wartet, wartet, wo ist er? Wo ist er? Das hier wird mein, wo ist das Ding? Wo ist er? Wo ist er? Oh, oh yeah. Warte, näher ran, näher ran, näher ran. Oh, oh mein Gott, ja, guck mich so an. Zeig mir, dass ich nichts wert bin. Leute, sorry, Koffein, okay? Koffein, übermüdet und so. Also, das geht noch eine Woche so, ihr müsst euch dran gewöhnen. Oh, oh! Oh mein Gott!
dabei? Darf ich mit in die Wanne steigen? Guckt euch diese Arme an. Oh, der ist so sexy. Oh ja, ihr guckt euch das jetzt nochmal mit mir an, ob ihr wollt oder nicht. Ich nenne dich gerne den Doktor, aber nicht Dr. Who, das ist ein anderer Doktor. Gib mir mal deine Nummer. Ich rufe direkt an. Kommst du direkt zu mir? Oh ja. Oh, Pat. Ich habe aus Versehen gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Hier will ich drücken. Next. Oh. Diese Arme. Mann. Und Leute, ich stehe auf sowas eigentlich gar nicht, aber es sieht an ihm sexy aus. Not bad. Ihr wisst, ich stehe einfach nur auf lange Haare und Brille. Und der hat gar nichts von beiden. Eigentlich seltsam, ne? Aber er ist hot. Copying others rarely leads to improved results. Mein VTuber kommt gar nicht hinterher, weil ich hier so am Rumwackeln bin mit meinem Stuhl. Hört ihr's? Und mein Programm kommt gar nicht mit. Sorry. Aber ihr müsst durch. Verrückte Ani heute am Start. No need to run. Oh mein Gott! Warum ist er so sexy? Ich wollte hot sagen, aber ich habe das dann in sexy umgewandelt. Nur mal so nebenbei. Falls ihr das noch mitgekriegt haben solltet. Patience breeds success. Oh yeah. Just as my calculations predicted. Okay, ich gucke es mir nicht nochmal an, sonst denkt ihr echt, ich habe eine... was sage ich dir überhaupt? Das denkt ihr eh. Ist egal, das denkt ihr eh, also könnten wir uns theoretisch das nochmal angucken. Aber nein, ich gucke mir das nochmal in geheim an, ganz heimlich, still und leise, unter meinem Schreibtisch mit meinem Tablet oder Handy. Ja, damit mich keiner entdeckt, ne, weil ich ja auch irgendjemanden in der Wohnung habe. Und zwar gar keinen, außer meine, ja, Läuse wollte ich gerade sagen. Okay, ich hör auf. Das bringt heute nichts. Ich bin irgendwie ein bisschen zu crazy drauf. Alles klar. Also, ich finde ihn hot. Habe ich noch nicht erwähnt, aber jetzt weißt du Bescheid. Ich bin froh, dass es ihn umsonst gibt. Und verdammte Kiste, ich bin so gespannt, was du zu diese geile Sau sagen wirst. Okay, ich trinke jetzt mein koffeinhaltiges Getränk weiter. Drehe noch mehr am Rad. Und mache dieses Video fertig, welches heute auch noch online gehen wird, ja. Du hast gedacht, am Freitag wird kein Video online gehen, ne? Du dachtest, du wärst sicher vor mir, aber nein, ich werde dieses Video jetzt fertig machen und online stellen. Zwar nicht um 16 Uhr, denn es ist schon 16.30 Uhr. Das schaffe ich natürlich nicht um 16 Uhr, außer ich könnte wie Paimon die Zeit zurückdrehen. Aber das kann ich nicht. Das ist manchmal schade. Aber gut, es ist, wie es ist. Und dann kannst du dir dieses Video ansehen. Mhm. Zweimal bitte. Oder dreimal. Oder viermal. Und wenn ich ganz verrückt bin und du auch, dann guckst du es dir fünfmal an. Okay, ich höre jetzt auf. Leute, sorry, ich bin heute echt ein bisschen komisch drauf, ne? Ihr müsst doch ungefähr über eine Woche damit leben, dass ich so drauf bin. Okay, ich überlebe nur mit Koffein gerade. Also dann, ihr zuckersüßen Zöglinge. Ja, was habe ich da gesagt, hä? Wir sehen uns im nächsten Part wieder von was auch immer ich spielen werde, weil ich auch gerade was gespielt habe. Mhm. Da seht ihr mal, wie crazy ich schon in der Birne bin. Es tut mir echt leid, meine Lieben. Ich werde mich bemühen, das nächste Mal nicht mehr ganz so verrückt zu sein, okay? Okay, also dann, wir sehen uns. Bye!